لوت سبحان الله والله لوت ما نشل لوت هم عقيدة فول فايش فشان هم ولا ونبرا فول فايش فشان جبت سليبة ونهس في الله بس جبت ليبة ونهس في الله في الله رزقك من القرآن ونس من غفار بلده إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الله عز وجل من القرآن في زول نصفار بلده نيم من إبراهيم واللي لوت اندي مت إيم فاعل فسام زي gesagt هس und Feindschaft für Ewigkeit zwischen uns und euch bis ihr Allah an Allah alleine glaubt, bis ihr Allah alleine dient. Es gibt Wala und Bara. Aber bedeutet diese Bara, die wir haben für den Kuffar und den Hass, bedeutet das, dass du betrügst und klaust und lügst und ungerecht bist? Bedeutet das nicht. Der Prophet Muhammad sagt in einem Hadith, man ghasha falaysa minna. Sagt in einem Hadith, man ghashana falaysa minna. Derjenige, der uns betrügt, die Muslime, der gehört nicht zu uns. Richtig? Derjenige, der uns betrügt, die Muslime betrügt, der gehört nicht zu uns. Speziell für derjenige, der die Muslime betrügt. Dann sagt der Prophet Muhammad in einer anderen Überlieferung, man rascha falaysa minna. Derjenige, der im Allgemeinen betrügt, nicht nur die Muslime betrügt, derjenige, der im Allgemeinen betrügt, gehört nicht zu uns. Das ist nicht der Weg von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist nicht der Tauhid, der richtige Tauhid und der richtige Islam. Das heißt, wir müssen wissen, was Mut bedeutet und was nicht. Mut bedeutet nicht, dass ich hier rausgehe und irgendeinen Opa oder Oma oder irgendjemanden schlage, weil ich gerade stärker bin, weil ich ein Muslim bin und er ist ein Käfer. Subhanallah, was ist das für ein Islam? Was ist das für eine Da'wah? Hat Mohammed sowas gemacht? Und es gibt Brüder, die machen sowas. Die gehen sich schlagen. Vielleicht bist du stärker. Aber wohl gefällt Allah diese Tat oder nicht? Da musst du dir Gedanken darüber machen. Und Koran lesen und Sunna lesen, dann wirst du es wissen. Wir hassen die Kuffar, weil sie Allah leugnen? Ja. Heißt das gleichzeitig, ich darf sie betrügen und beklauen? Und heißt das nicht? Es gibt manchmal Sachen, die vielleicht halal sind, und du machst sie trotzdem nicht, weil der Schaden für die Muslime größer ist. Weiß das jemand oder weiß das nicht? Die Leute, die sowas machen. Zum Beispiel, gehen wir mal davon aus, es wäre halal oder es ist halal, schwarz zu fahren in der Bahn. Okay? In der Straßenbahn. Nur ein Beispiel. Abgesehen davon, von dem Urteil, ob das halal ist oder nicht halal. Ja? Abgesehen davon. Du gehst jetzt mit deinem Bart oder mit deinem Hijab in die Bahn. Und dann kommen die Kontrolleure, wo ist dein Ticket? Ich habe kein Ticket. Ja? Sieht das gut aus? Für den Islam? Siehst du aus, als wärst du ein ehrlicher Mensch? Oder ein Betrüger? Ich rede nicht über das Urteil, ob halal oder haram. Oder zum Beispiel in der Schule zu fuschen. Ja, die Gelehrten sagen, es ist haram. Warum? Weil der Muhammad es gesagt hat. Derjenige, der betrügt, in allen hinsichtlich aller Sachen. Allahu Akbar. Ja. Redest du laut oder warum fallen hier die Sachen von der Wand? Keine Aberglaube, ja? Ja. Wie auch zum Beispiel das Fuschen in der Schule oder in der Uni oder so. Yani, manche Leute glauben, ja, خلاص, weil es Kuffar sind oder weil ich hier im Kuffarland lebe oder was auch immer, dann ist halal zu fuschen. Es ist nicht halal zu fuschen. Es ist nicht halal zu fuschen in der Schule. Alle Gelehrten sagen das. Warum? Weil Allah hat Betrug und Fuschen verboten. Im Koran und in der Sunna. Betrug ist verboten. Deswegen darfst du nicht betrügen. Und wie sieht es aus, wenn ein Muslim betrügt und lügt? Oder klaut. Stell dir vor, ein Muslim geht hier klauen, weil er denkt, dass es halal ist. Und egal, ob das halal wäre oder nicht halal wäre. Wie sieht das aus, wenn du vor anderen Leuten mit deinem Bart, mit deiner Sunna, mit deinem islamischen Aussehen, auch vielleicht ohne Bart, ja, weil du ein Schwarzkopf bist, sag ich mal, schwarze Haare, man weiß, du bist Marokkaner oder Türke oder Muslim. Wie sieht es aus, wenn man dich erwischt, ja, der hat geklaut. Ein Dieb. Hat das der Prophet Muhammad sallam gemacht? Hat Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geklaut? Wenn es hart um hart geht, wenn es Krieg gibt, dann ist es Krieg.
dann gibt es keinen Klauen, dann gibt es Töten. Dann gibt es alles. Aber wenn es keinen Krieg gibt, dann gibt es keinen Krieg. Und dann kann man auch der Da'wah und den Muslimen und dem Islam schaden mit seinen Taten. Deswegen muss man wirklich wissen, was man macht. Vielleicht kann eine Tat halal sein, aber wegen dem, was danach passiert, wegen dem Schaden, der danach kommt, zu den Muslimen und zu der Da'wah und so weiter, ist diese Tat haram, auch wenn die Tat normalerweise halal wäre. Und darüber müssen sich manche Muslime Gedanken machen, liebe Geschwister.